Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Naruto Ultimate Ninja Storm Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut Weebler Games for You und wir machen wie immer im ultimativen Missionsmodus weiter. Sprich, die Story spielen wir durch. So. Frösche sind da, Vögel fliegen durch die Welt. Die Stadt erscheint. Dann heißt es auch wieder, gleich ist es Zeit für die Lampe und los geht's. Lampe an, zack, weiter können wir machen. Kurz auf die Map mal gucken, haben wir da noch irgendwas, was irgendwie über ist? Nee, ne? Gucken. Gehen wir doch gleich mal eine Mission an. So. Missions-CP haben wir 26. Können wir da was Neues angehen? Hier eventuell. Kakashi Hatakes letzte Prüfung. Naruto und seine Kameraden wurden von Kakashi zusammengerufen, der ihnen von der bevorstehenden Chunin-Prüfung berichtete. Die Prüfung erregte sofort Narutos Interesse, aber um daran teilzunehmen, mussten sie zunächst mit Kakashi kämpfen, um zu beweisen, dass sie der Prüfung würdig seien. Wie gut sehen die drei Ninja wohl gegen Kakashi aus? Weiter. 16 Punkte brauchen wir dafür, 1800 Rio bekommen wir und 3 lila Blumen. Okay, würde ich sagen, dann fangen wir mal an damit. Mission akzeptiert. Genau. Hihi, ich habe alle Aufgabenmissionen erledigt. Hä? Ich muss nochmal auf den Trainingsplatz? Schätze, Kakashi hat noch eine dämliche Aufgabe für mich. Chunin-Prüfung? Was soll das denn? Wenn Sensei Kakashi glaubt, dass wir gut genug sind, können wir daran teilnehmen? Hihihihihi. Jetzt stehe ich voll unter Dampf. Sieh dich vor, Sensei Kakashi. Oha, Teamarbeit. Bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt darstellt. Kampfvorgaben. Gewinne den Kampf. In einem Zustand, in dem der Erwachtmodus nicht möglich ist, beschwöre mindestens 4-mal einen Hilfscharakter. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, hoffe ich. Na komm schon, Kakashi, hast eh keine Chance. Okay. Nichts gemacht, oder was? Das gibt's ja gar nicht. Genau, von hinten, zack, zack, zack. Komm, 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 Teamarbeit, Mann. Konnte der nicht so ein Feuer-Jutsu? Sehr gut. Ey. Komm schon, Teamarbeit. Zack, zack, zack. Den Chakra einsammeln. Oh, das war ja einfach. Ja, aber echt, wenn wir den besiegt haben. Das haben wir geschafft, sehr gut. Weiter. Na komm schon, Kollege, hier. Bisschen zackig und dann haben wir die Sache aber auch schon erledigt. Na, komm. Dass der immer so lange braucht zum Laden, ist der Hammer. Okay, weiter. Erfülle die Kampfvorgaben. Haben wir gepackt. Belohnung auch eingestrichen. Kenin-Training abgeschlossen. Neues Szenario erreicht. Chunin-Prüfung. Folgender Charakter ist jetzt als spielbarer Charakter verfügbar. Kakashi Hatake. Eine Geheimschrift oder mehrere ist auf der Stufe aufgetaucht. Eine Schatzruhe oder mehrere ist auf der Stufe aufgetaucht.
So, wo müssen wir hin? Da hinten. Das ist ja Gott weiß wo. Gehen wir mal gucken. Rennen wir dort mal hin, um das Ganze zu regeln. Okay, bisschen Chakra aufbauen. Hä? Wieder oben. Nein, 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 nein. Das ist doch Blödsinn. Kurz mal. Ah! Die wollen doch nicht tatsächlich von mir, doch, die wollen das. Nee, das habe ich eigentlich nicht gewollt. Ich wollte was anderes machen. Ich wollte hier hoch an das Seil. Vielleicht können wir da hier rüber hochgehen. Genau, so. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Ja. Das ist doch fast gut. Gerade mal gucken. Ah, hier gibt es noch welche. Verstehe. Okay. Jetzt haben wir die. Das war ja so. Da habe ich schon gedacht, das schaffen wir vielleicht gar nicht. Aber dadurch, dass es relativ automatisch läuft, ist das eigentlich ganz gut gewesen. Da oben auf dem, hier auf dem Dach von dem Gebäude. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Da müssen wir gucken, dass wir wieder hochkommen. Sind dann wieder welche zum Abschießen. Ich meine, obwohl es im Grunde genommen ja ein Beat'em'up ist im Kern, finde ich vom Gefühl her, wenn man spielt, von der Atmosphäre vergleichbar irgendwie mit Harvest Moon. So total entspannt, was du hier angehst. Na, ich würde eigentlich lieber hier mal oben drauf und so. So, perfekt. Nee, so. Haben wir sonst noch was? Ich glaube nicht. Dann gehen wir mal alles einsammeln. Einsammeln, 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 einsammeln. Haben wir alles? Sieht so aus. Dann müssen wir genau in jene Richtung. Ah, da sind die nächsten. Genau einen zu wenig markiert. So, wo ist die Truhe? Die ist... Es gibt nur eine und die ist ganz da oben. Aber da links sehe ich noch einen Missionscharakter. Jetzt machen wir es erstmal so, dass wir ganz nach oben gehen. Damit wir die Truhe organisieren können. Beziehungsweise wahrscheinlich eher Zutatensack. Und der ist hier oben auf dem Dach. Okay, verstehe. Ah, perfekt. Da ist er. Kakashis Ninja-Handbuch, Band 2. Ein neues Hilfs-Ninjutsu kann jetzt im Kampf angepasst werden. Kakashi Hatake, flammende Feuerkugel. Okay. Klingt auf jeden Fall ganz interessant. So, dann gehen wir mal gucken, was der Missionscharakter für uns hat. Oh, der Chakra war alle, glaube ich. Perfekt. Ich finde es sehr interessant, so dass die Story-Missionen gar keine Erfahrung geben. So. Wo ist er denn? Das gibt's doch gar nicht. Hier irgendwo. Da ist er doch. Oder sie, besser gesagt. Yamanaka. Blumenladen. Hier kannst du Tausch-Items verkaufen. Blumen, die du durch das Erfüllen von Missionen gesammelt hast. Wenn du zu viele Blumen hast, komm hierher, um sie zu verkaufen. Ino. Willkommen. Dich sehe ich hier nicht sehr oft.
Liefere die Blumen aus. Ich will nichts. Liefern wir mal die Blumen aus. Oh, hast du mir Blumen mitgebracht? Wie aufmerksam. Können wir denn da verticken? Verkaufen jeweils mal eine. Obwohl, eigentlich ist das ein bisschen blöd. Die verkaufen da gar nichts. Wenn dann können wir die noch in eine Quest eingeben. Du kannst jederzeit mehr davon bringen. Ja, klar. Bei Gelegenheit, würde ich mal sagen. Gucken wir mal, was können wir denn hier... Nee, falscher Knopf. Mission. Vielleicht können wir noch eine kurze Mission irgendwie reinschieben. Oh, okay, was steht da? Du bist in einem brandneuen Szenario. Markiere in der Missionsliste das Symbol der Flashback-Mission und drücke anschließend die Unten-Taste. Der Bildschirm scrollt daraufhin und ermöglicht die Auswahl eines neuen Missionssymbols. Ah! Okay. Wie viel Zeit haben wir? Wir haben noch 4 Minuten ungefähr. Wir gehen es mal an. Genin, aus vielen Dörfern der verschiedenen Nationen haben sich für die Chunin-Prüfung versammelt. In der ersten Phase sollen sich die Prüflinge innerhalb der vorgegebenen Zeit aus der Mitte des Todeswaldes zum Turm durchschlagen. Und so nahm Narutos letzte Prüfung ihren Lauf. Erreiche dein Ziel in 90 Sekunden oder schneller. 19 Punkte, Explosionspilz mal 3. Es gibt keine Kampfgegner, es ist einfach nur wieder ein Rennen im Grunde genommen mit Bäumen ausweichen und so weiter und so fort. Denke, das kriegen wir hin. Das sollte ganz gut laufen. Vor allen Dingen auch in der Zeit. Heute findet die Chunin-Prüfung statt. Ich habe mich direkt in den Todeswald begeben, wo die Prüfung stattfindet und dort eine Menge anderer Teilnehmer getroffen. Aber Pech für alle anderen, dass ich bereits als derjenige ausersehen bin, der Chunin werden soll. Für die Prüfung müssen wir den Turm in der Mitte des Waldes erreichen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Wie ich gehört habe, gibt es unterwegs jede Menge Fallen. Hihi, kein Problem für mich. So viel steht fest. Tja. Wird mal richtig nostalgisch, wenn man so die alten Naruto-Sachen jetzt nochmal mitbekommt. Peile das Ziel an und meide die Bäume. Bewege den linken Stick nach links und rechts, nach rechts. Okay. Alles klar. So, sammle unterwegs Items. Ja, das wissen wir doch schon alles. Alles klar. Alles klar. Keines Probleme. Ja. Man sollte nur die Sachen auch treffen, die man anpeilt. Man scheint sich auch wieder fangen zu können. Oha. Vielleicht das nächste. Sehr gut. Noch einer. Geht ja gerade wie am Schnürchen. Jawohl. Oh, dran vorbei. Oh, nochmal vorbei. Verlieren an Geschwindigkeit gerade. Aber das klappt jetzt. Sehr gut. Nur noch 700... Oh, shit. Egal, nur noch 700 Meter, 300 Meter. 120. Ziel erreicht. Knapp 34 Sekunden hatten wir noch. Wird langsam immer anspruchsvoller, die Rennerei hier. Oh, oh. Orochimaru. Da wissen wir schon, was als nächstes auf uns wartet. Ein Kampf mit Orochimaru, dem großen Widersacher. Muss aber sagen, einer der besseren Gegner, die man haben kann, finde ich. Vom Art-Design her und von dem, was dahinter steht. Bin ich schon gespannt darauf hier. So. Okay. Kohle haben wir ohne Ende. Gar keine Ahnung, was wir damit richtig anfangen sollen. Geheimschriften und so weiter sind aufgetaucht. Missionsinformationscharaktere und so weiter auch. Dem widmen wir uns aber in der nächsten Folge. Hier speichern wir und machen einen Cut. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.